Hallo ihr Lieben, heute ist es soweit. Morkor musste endlich mal nicht weit reisen, denn wir mussten nur nach Köln ins Rex. Hier stehen wir, eines der renommiertesten Kinos überhaupt. Wir gucken uns heute The Retaliators an und sind quasi beim Pre-Screening und zeigen euch gleich mal so ein bisschen, was die Leute natürlich erwarten zum einen, aber auch wie es am Ende war. Wir freuen uns schon auf die ganzen Rückmeldungen und bis gleich. Dream never dies, sometimes it shows. I wish you were here. Marcel, warum bist du hier? Ja, erstmal stehe ich auf Horrorfilme. Wir wurden von der Creepy Hour eingeladen. Mega. Und ja, ich bin gespannt. Super Schauspieler. Viele, viele Musiker dabei. Larissa, du guckst dir gleich auch Retaliators an. Warum? Weil wir Horrorfilm-Fans sind. Also ich persönlich bin großer Eisnern Kills-Fan und Spencer Chanas spielt ja auch mit, beziehungsweise hat auch Musik dazu beigetragen, deswegen, ja. War quasi die perfekte Kombi, immer Musik, die man hört, dann auch noch die Schauspieler dabei, passt. So richtig gesehen, habe so richtig aufmerksam auf den Film geworden, bin ich eigentlich durch Eisnern Kills, weil ich da auf Instagram immer wieder Sponsoring gesehen habe. Ja, und dann habe ich mir gedacht, kann man sich ja mal ansehen, ne? Hat die Larissa das Sponsoring auf morko.de gesehen und dann hat die gedacht, da gehe ich mal hin und hat frecherweise Karten gewonnen. Was erwartest du vom heutigen Film? Spannung. Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt, der sieht tatsächlich sehr interessant aus. Ich bin so ein bisschen auch als seelische Unterstützung dabei. Weil die Larissa nicht so gerne Horrorfilme guckt? Tatsächlich, ja. Eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt. Was erwartest du? Blut. Viel Blut. Gehört irgendwie dazu, ja. Die Story, der Trailer war erstmal ganz spannend und dann schauen wir mal, was noch dahinter steckt. Einen sehr guten Horrorfilm mit viel Blut. Haben wir gerade schon mal gehört. Auch super viele Preise übrigens abgesahnt, müsst ihr euch mal anschauen, also definitiv. Dann sehen wir uns nachher zum Recap, würde ich sagen, weil Marcel habe ich auch schon eingeladen, der kommt nachher auch dazu und dann freue ich mich darauf, was ihr meint. Alles klar. Ah, vielen Dank. Danke. So, wir melden uns live aus dem Kinosaal. Noch ist es unfassbar leer hier, aber gleich wird es richtig, richtig voll sein. Denn es haben sich einige Leute angemeldet, sich diesen wundervollen Horror-Thriller anzugucken. Es soll sehr blutig werden, haben wir schon gehört. Zum Glück ist hier schon alles rot ausgekleidet, also macht euch keine Sorgen. Wir freuen uns natürlich drauf, wenn nach dem heutigen Pre-Screening nächste Woche dann der Film auch wirklich in über 100 Kinos in Deutschland läuft. Im Anschluss, zwei Tage später, kommt dann auch endlich der Soundtrack mit wundervollen Bands, die ihr da oben schon wahrscheinlich sehen könnt. Also Papa Roach, Asking Alexandria, Bad Wolves, Five Finger Death Punch, alles Mögliche, alle sind dabei. Und natürlich auch Jacoby sind dabei, ne, beim Film selbst. Also eine richtig spannende Kiste, also du musst gar nicht unbedingt auf Horror stehen, aber wenn du auf die Mucke stehst, ist es auch spannend. Also auf jeden Fall im Anschluss auch den Trailer reinziehen und am besten dann auch ab nächste Woche im Kino. Leute, anderthalb Stunden später voller Blut und Horror stehen wir wieder hier. Wie war's? Sehr unterhaltsam. Fand ich auch. Was war so unterhaltsam? Das Ende. Ich will nicht spoilern, aber es wurde trashig. Das Äuglein, da ist ein kleines Auge rausgekommen. Und ja, frohe Weihnachten. Also es war unterhaltsam auf jeden Fall. Weniger gruselig, als ich dachte, dafür mehr blutig. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, also ja, kann ich nur empfehlen. Vor allem jedem empfehlen, der auf gute Musik steht. Wie haben euch die Rollen der verschiedenen Bandmembers gefallen? Teilweise ein bisschen zu kurz gekommen, zum Beispiel von Spencer Chanas leider. Hätte ich mir gerne eine Minute länger vorgestellt, aber ansonsten tolle Auftritte. Ja, fand ich auch und vor allem auch passend, ne? Also irgendwie, ich fand es ganz authentisch sogar, ne? Super, ja. Five Finger Death Punch haben auf jeden Fall in ihrer Rockerrolle sind sie aufgeblüht, sag ich mal. Ja, hat gut gepasst. Also ich fand auch, also hatten wir beide gesagt, dass Five Finger Death Punch dann die Rocker gespielt haben. Das hat sehr cool gepasst. Man darf natürlich jetzt irgendwie keine, ich sag mal, kein Meisterwerk der Schauspielkunst erwarten, dafür, dass das halt nur Musiker sind. Aber es war schon sehr gut gemacht und sehr lustig tatsächlich, ja. Also ich habe von dem Trailer ein bisschen einen anderen Eindruck gewonnen, als der Film dann nachher letztendlich war, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, in dem Sinne, würdet ihr euch den Film nochmal angucken oder vielleicht irgendwie streamen, kaufen, was auch immer? Auf jeden Fall, ja. Mit Sicherheit werde ich ihn nochmal gucken, ja. Kaufempfehlung, Leute. Dann haut rein. Vielen Dank euch beiden.